Hallo, willkommen zum zweiten Teil unseres Trips in die Niederlande. Nach dem anfänglichen Desaster wird es jetzt wesentlich besser. In diesem Video seht ihr, wie wir noch einen Tag in Seeland verbringen und uns dann auf den Weg nach Den Haag machen. In diesem Sinne viel Spaß damit und genießt die Zeit so, wie wir sie genossen haben. Nachdem wir am gestrigen Ankunftstag bereits in Wehre und in Frauenpolder waren, werden wir heute mit dem Rad Middelburg und Vliesingen besuchen. Bei wunderschönem Wetter schwingen wir uns auf den Sattel und radeln in südlicher Richtung los, durchqueren zuerst Middelburg, um an den südlichsten Punkt dieser Tour nach Vliesingen zu gelangen. Wir strampeln zuerst außen um Vliesingen herum, bevor wir uns die Altstadt und Innenstadt vornehmen. Eine lecker frische Waffel geht auch am Vormittag. Und diese Kanalbrücken gehören zu den Niederlanden wie der Gouda. Der Radweg von Vliesingen nach Middelburg geht den Kanal entlang und ist 6 Kilometer schnurgerade.
Uns haben in Middelburg vor allem die wirklich schön renovierten alten Häuser gefallen. Auf in Reise und vier auf Rückreise. Achtung bitte, Kopf einziehen, Kopf und habe keine Probleme. Die anderen drei, die sind von Stahl und Stahlbeton, die sind harder. Achtung bitte, Kopf einziehen, Kopf unter. Passt du auf, Vorsicht, Attention, s'il vous plaît, votre tête. Du musst den Kopf einziehen. Nein, ich bin ja eh. Oh, neun. Schauen wir alle mal. Achterin ook? Ja hoor, gelukkig. Heute geht's weiter in nördlicher Richtung, immer der Küste entlang. Unser Ziel für diese Etappe ist Den Haag. Und auf geht die wilde Fahrt bei diesigem Wetter. Straßen und Dämme sind oft sehr lang, sehr gerade. Und im Großraum Rotterdam hatte ich manchmal das Gefühl, ich fahre im Kreis. Immer nur links.
Wir hatten wieder den Stellplatz bezogen, damit war es soweit, sich in den Sattel zu schwingen und auf in die Stadt Den Haag. Auch ein bisschen Kultur stand diesmal auf dem Programm. Nach den vielen tollen Bildern war es dann Zeit, sich der Stadt intensiv zu widmen. Die Geschäfte in den Einkaufsstraßen sind wohl in jeder Stadt die gleichen. Den Abend verbrachten wir dann am Strand, der direkt neben dem Campingplatz begann.